Ahoi, meine lieben Freunde, alles muss raus. Dem Emilio, den geht es jetzt an den Kragen. Oh. Hier liegt noch einer. Sehr, sehr schön. Oh ja, stimmt. Wir müssen jetzt in diese Festung eindringen. Na, mal schauen, wie wir das machen. Oh, okay, cool. Ich meine, der Weg ist einfach halt einfach offen. Ezio, spring doch da bitte auf diesen... Spring doch einfach auf die Säule. Okay, wir sind schon mal drin. Cool. Mal ohne Scheiß, das ist cool. Einfach so. Einfach so mal da... Ja... Das Tor ist unbewacht. Da gehen wir doch einfach da rein. Nicht schlecht. Und ohne diesen Sprung wäre das Leben hier wesentlich schwieriger. Stelle ich auch fest. So, da ist noch eine Wache. Dann wird da oben vielleicht noch eine drauf sein. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie, es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Karl? Der Meister wollte ein Treffen einberufen. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben sollt. Wache! Wache! Ich wollte gerade sagen, scheiße, der hat mich jetzt gesehen. Die machen aber nichts. Das ist auch schön. Ja, dann bleibe ich hier noch eine Weile stehen. Mal gucken. Ist er das? Ja, das ist sowas von überhaupt nicht Assassine. Aber ich habe ja schon mal gesagt dann vorher, ich bin einfach nicht gut in diesen Stealth-Sachen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht auf ihn draufspringen kann. Kann ich ihn? Ich sehe leider nichts. Ja, das ist schon scheiße irgendwie. Muss ich eben die Wache nehmen. So. So, mein lieber Freund, du bist jetzt auch gleich dran. Ja, da war's das. Das, wie gesagt, das war jetzt nicht sehr assassinenhaft, aber. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch. Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Wow, was? Ja. Ja, cool, wow. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Okay, der guten Dame geht's anscheinend auch wieder gut. Oh, oh, die Musik ist jetzt aber irgendwie... Als ob da jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist? Nein. Okay, gut, Gott sei Dank. Zetta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Es ging nur um das Banner. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Sehr gut. Na, so eine Diebesgilde, klar. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen.
Der Assassine ist mittlerweile schon überall bekannt, merke ich. Und ja, die schieben hier trotzdem weiterhin Wache, das... Ja. Gut. Können sie ruhig machen. So wie es aussieht, gehen wir jetzt erstmal wieder aus den Animus raus, oder? Oder, ach nein, die Sequenz ist zu Ende. Neues Jahr, vielleicht. 81 war es letztens, glaube ich. Mal schauen, ob sich da was getan hat. Ob wir in der Geschichte vorspringen. Oder uns noch im selben Jahr befinden. Nee, gut. Da hat sich nicht viel geändert. Also vom Jahr her. Ja, mal schauen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das eigentlich? Ach so, nee. Ach nee. Ach, da komme ich mit dem Schiff hin. Ah, okay. Ja, gut, okay. Dann, wenn es schon direkt vor meinen Füßen ist, mache ich das Attentat. Okay, und dann geht das hier anscheinend weiter. Mit der Hauptmission. Mache ich das Attentat? Komm, wisst ihr was? Ich mache das Attentat noch. Genau, und dann schaue ich nochmal bei Leon. Ach, das ist mir dann auch irgendwie zu weit. Dann hole ich... Ja, ich mache das Attentat noch und dann hole ich mir den Aussichtspunkt und dann mache ich mit der Hauptmission weiter. Ach, das schaffe ich doch niemals, darüber zu springen. Das schafft er doch niemals. Oh, nein! Wir sind tot! Wir sind zum ersten Mal... Nee, zum zweiten Mal? Ich weiß es gar nicht, aber ich... Also, wir sind tot. Schade, ich habe gedacht, der schafft das auf das andere Dach darüber. War relativ knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir Geld abnehmen dafür oder irgendwas. Ja, ich glaube, die haben mir Geld abgenommen. Na gut. Ich wollte eigentlich nicht nochmal hochklettern müssen, aber okay. Er klettert ja jetzt. Er ist auch... Er hat auch direkt neue Kräfte. Er klettert auch gleich ein bisschen schneller. So, wir haben auch schon wieder verdammt viel Kohle in der Villa. Da muss ich auch mal wieder hin. Und wir töten einen Mann, dessen Namen wir nicht lesen können, weil die Inschrift der Aufgabe zu lang ist. Nein, Quatsch. Ich sende, dicker als Wasser, ich sende einen meiner Männer, um euch bei der Eliminierung eines Verschwörers zu helfen, der mit Erzbischof Salviati im Bund ist. Er steuert eine Gondel, die euer Ziel abholen wird. Folgt ihm in einiger Entfernung. Vermeidet einen Kampf, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Also zuerst verfolgen... Ach so, er steuert die Gondel. Okay. Ach, so weit weg wieder. Hm. Na da. Ja gut, da kommt... Na gut, okay, doch. Da kommen wir wenigstens hier gleich rum. Im Notfall. Wenn ich es nicht über das Wasser schaffe. Ah. Ja. Richtig schön am Wasser hier lang gesprungen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und schon 50 Meter reingeholt. Gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir noch ein bisschen Medizin kaufen, aber ich glaube, 6 habe ich noch. Ich habe mir Eier, das weiß ich noch nicht, ob ich das erzählt habe, einen Beutel habe ich mir gekauft. Absurd. Medizinbeutel. Habe ich den erweitert um 5 Slots. Als ich ja auch gemerkt habe, dass da ein so ein Medizinbeutel mich nicht mehr ganz heilt. Das, da brauchte ich dann schon ein paar mehr. Zumal ich ja hier eigentlich nur Leben abgezogen bekomme, weil ich ständig irgendwo runterfalle. So, muss ich dir folgen oder muss ich da... Ach so, folgen, gut.
Okay, so ein Schwert. Ich habe gedacht, ich habe... Och, Ezio! Spring doch da drauf! Junge, was hast denn du? Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich glaube, die Mission, die kann ich aber auch die Tonne drehen jetzt so langsam. Hier will er auch nicht hoch. Okay, gut. Ja, toll. Läuft ja. Die Mission läuft ja richtig gut. Ey, ich bin im Klettern, bin ich halt einfach scheiße. Sagen wir es doch einfach mal. Und das ist ja gerade das Essentielle, was Assassin's Creed auch ausmacht. Was? Was ist denn? Oh, Leute. Oh, Mann. Ich drück doch nun auch wirklich nichts anderes als geradeaus. Gut, okay. Warum fange ich denn jetzt hier wieder an? Oh, Mann, ey. Ich wollte doch sowieso darüber. Na gut. Dann gehen wir eben baden. Oder hier springen wir wieder in den Tod. Ja, sehr gut. Was läuft? Oh nein, ach, die Mission läuft noch. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich muss da wieder hin. Na komm, probieren wir es nochmal. Okay. Ich habe gedacht, die hat es jetzt einfach abgebrochen, aber nein. Das Spiel entscheidet für mich, ja, das, nö. Du musst die Mission jetzt noch machen. Sehr schön, wenn einen solche Entscheidungen abgenommen werden. Na gut. Ja, diesmal schaffen wir es aber. Kann sich nur um Stunden handeln. Sag ich mal immer. Ich glaube, ich bin das letzte Mal woanders lang. Ja. Er geht aber nicht los, bevor ich mich da nicht hingestellt habe. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Das wird doch wieder nichts. So, so fahre er los. Fahr los! Ach, Jungs, wisst ihr. So, jetzt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das Spiel, Leute, das Spiel, das bringt mich echt noch zur Weißglut. Es ist ja auch mein Unvermögen, ja. Das muss man ja schon auch noch ein bisschen mit dazu sagen. Aber trotzdem... Der liebe Ezio trägt auch noch mal kräftig dazu bei. Ach nein! Wieder dieselbe Stelle. Na gut, okay. Jetzt diesmal sind wir ein kleines bisschen besser hier durchgekommen. Ich glaube, ich kaufe nachher nochmal Medizin ein. So, ich warte nur drauf. Wo willst du denn hin? Hier lang. Nee, doch da lang. Wo willst du nun hin? Ey, ich könnte schwören, dass er so einen kleinen Bogen rumgemacht hat. Ja, stimmt, hier waren wir, ja? So, jetzt nicht hier, ganz gerade. So.
von allem gewerblichen Handel ausgeschlossen werden, bis uns der Heilige Vater... Brauche ich jetzt eigentlich nicht... So, und jetzt? Okay. Gondoliere, ja, Gondolieren heißen die. Okay, gut. Ja, der hat noch nicht ordentlich eingeparkt. Ach so, der zeigt mir nur den Weg dahin. Ihn abmurksen muss ich selber, oder wie? Was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich die umbringen oder? Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Ich gehe. Oder ich schwimme. Entkommt mir. Warum ist der Gondoliere jetzt auf einmal weg? Ach, ich verstehe gar nichts mehr. In welche Richtung ist er gelaufen? Ezio, jetzt halt dich da fest und kill ihn. Ach, Leute, ganz ehrlich, man muss es auch wieder umstellen. Ach, komm, dich auch noch. Hier, deine ganze Sippschaft. Den da drüben kümmert es auch überhaupt nicht. Na gut. War ja wieder mal komische Mission. Okay. Ja, der Gondolero war auf einmal weg. Ich habe gedacht, okay, das Ziel wurde jetzt nicht aktualisiert. Was mache ich jetzt? Gut. Wenn ich hier so schon im Drüben nass fische, da können wir ja auch gleich mal gucken, wo ich bin. Ach du Scheiße. Und da runter muss ich jetzt. Ach du Scheiße. Ja. Toll. Es ist aber auch kein anderer, also ich sehe auch nicht sowas nochmal irgendwo. Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und dann da runterschwimmen. Ich könnte höchstens mich dahin, aber bringt auch nicht so viel. Na gut, ich glaube, ich muss in den sauren Apfel beißen und die 300 Meter halt laufen. Das ist dann wohl so. Oh, was haben die denn hier? Noch eine Codex-Seite? Nee, das ist nur eine Truhe. Ja, nee. Wegen sowas bewege ich mich hier nicht. Da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besucht. Oh, meine Truhe. Ich muss da echt so langsam mal hin. Sofort einen Dottore, um das ganze Volk zu schützen. Oh, wo geht's denn hier lang? So eine kleine Gasse. Ah, cool. Nee, ich wollte eigentlich... Wir gehen hier so rum. Nee, ich glaube, da kommen wir besser lang. Ah.
haarscharf an den Wachen vorbei. Aus dem Weg. Ungeziefer. So, ja, und dann muss ich jetzt hier einfach nur noch rüberschwimmen. Ja, das war doch jetzt gar nicht so weit, wie ich das jetzt gedacht habe. Das war gar nicht so weit. So, und ich würde es sagen, liebe Freunde, wir machen dann im nächsten Part weiter mit der Hauptmission. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier weitergeht. Also, bis dann.